Weiter geht's hier mit dem Besten aus dem Katalog und vor allem dem Thema, was zurzeit in aller Munde ist. Wie kann ich Solartechnik für mich privat nutzen? Und das geht heutzutage sehr, sehr gut. Egal, ob Sie eine Mietwohnung haben und nur einen kleinen Balkon oder ob Sie ein Einfamilienhaus haben mit einer großen Dachfläche. Genau für alle diese Gelegenheiten haben wir die richtige Anlage. Hier einmal die kleinen Balkon-Solaranlagen, haben Sie sicher auch schon davon gehört, die wirklich unglaublich einfach sind. Und im zweiten Teil auch wirklich richtig große On-Grid-Anlagen. Aber was das im Einzelnen ist, wird Ihnen Ingo erklären. Aber beginnen tun wir für mich mit den Solaranlagen für jedermann, um den Grundstrom eben die Kosten dafür abzufedern. Ja, es geht darum, dass wir die Solarenergie nutzen, um unseren Strompreis um unsere Stromrechnung abzufedern. Darum geht es hier in dieser Sendung. Wir haben, wie du gesagt hast, kleinere Anlagen und größere Anlagen. Die kleinen Anlagen, und das verspreche ich Ihnen jetzt, können Sie selber ganz, ganz einfach installieren. Es geht um Balkon-Solaranlagen, wobei Balkon ist jetzt mal so ein Wort, was die benutzt haben für diese Anlagen. Sie können sie überall anbringen im Prinzip. Und die sind so einfach zu installieren. Als erstes haben wir eine 350 Watt Solaranlage mit einem 405 Watt Solarpanel. Der Grund ist ganz einfach. Ich kriege dann hier immer, also weil ich eine größere Fläche habe, so viel Strom, dass ich also möglichst auf diese 350 Watt komme. Und das Ganze ist ein Teil. Wir haben das hier mal ein bisschen auseinandergebröselt in diesem Aufbau, wo wir es auf dem Gartenhaus gemacht haben. Aber im Prinzip bekommen Sie ein Solarpanel, an dem ist ein Kabel dran, ein Schuko-Stecker. Den stecken Sie ganz einfach bei sich zu Hause in eine offene Steckdose. Und dann erzeugen Sie Ihren eigenen Strom, den Sie sofort benutzen können. Darum geht es. Wir kriegen hier, wie gesagt, bis zu 350 Watt aus dieser Anlage raus. Und diese 350 Watt, die werden jetzt von meinen Geräten im Haus zuerst, also werden erkannt und da zuerst benutzt. Und erst wenn ich über diese 350 Watt rübergehe, dann benutze ich den teuren Hausstrom von meinem Energieversorger. Der ja nun auch, wir haben das gesehen in den letzten Jahren, der Strompreis ging immer weiter rauf. Und dieser Strom, den ich jetzt selber erzeuge, den brauche ich ja nicht zu bezahlen. Ich habe die Anschaffungskosten natürlich, aber der Strom, der erzeugt wird, kommt von der Energie von der Sonne. Und das ist das Faszinierende hier dran. Von der Sonne kommt so viel Energie, dass wir hier tatsächlich mit nur einem Solarpanel diese 350 Watt Strom für den Hausgebrauch benutzen können. Und das kann wirklich jeder. Es ist kinderleicht zu installieren. Wie gesagt, das Einzige, was man tun muss, ist diesen Stecker, der an diesem Solarpanel schon dran ist, einfach nur reinstecken. Ja, und jetzt gibt es auch noch staatlicherseits auch noch ja, so eine kleine Förderung, sage ich, wenn das für Sie in Frage kommt, Ingo. Es gibt ein Mehrwertsteuermodell, sage ich jetzt mal, mit 0% Mehrwertsteuer. Unglaublich, ne? Das dürfte für die meisten in Frage kommen. Bitte achten Sie drauf. Je nach Nutzung, da sehen wir das auch, die Besteuerung von PV-Anlagen, also Photovoltaikanlagen, 19% gilt weiter bei mobilen Einsatz, zum Beispiel im Campingbereich, auf dem Bootshaus, auf dem Boot selber, im Schrebergarten, Ferienwohnungen in und Ausland oder bei gewerblicher Nutzung. Aber für die meisten von unseren Zuschauern, also wahrscheinlich auch für Sie, wird es ja privat genutzt, an privaten Wohngebäuden oder, wie du vorhin gesagt hast, an den angrenzenden Objekten, Gartenhaus, Garage, Carport. Und dann gilt eben, wenn die Gesamtkapazität Ihrer Solaranlage 30.000 Watt in der Spitze nicht übersteigt, die 0% Mehrwertsteuerregelung. Und da spart man schon mal anständig Geld. Ja, das hat die Regierung gemacht, um Photovoltaik zu fördern. Das ist ja auch richtig. Das ist Teil der Energiewende. Und jetzt kann man da eben partizipieren und sogar profitieren durch diese 0% Mehrwertsteuervariante. Je nachdem, wir haben eben die Tabelle gesehen. Danke, Ralf, dass du das erklärt hast hier, wo das aufgebaut werden kann. Und es ist jetzt keine Wahl für Sie, welche Variante Sie bestellen. Sie müssen wirklich überlegen, wo baue ich das an. Aber du hast es gesagt, die meisten Leute werden das bei sich auf dem Balkon irgendwo an der Wand festmachen und dann eben einfach den Stecker nehmen, bei sich zu Hause eben in die Wand stecken und dann erzeuge ich meinen eigenen Strom. Dieser Strom wird erzeugt natürlich während der Sonnenstunden, aber einfaches Tageslicht reicht auch schon. Wenn es mal einen bewölkten Tag gibt, dann gibt es eben nicht die vollen 405 Watt von meinem Solarpanel, dann gibt es vielleicht nur 200 oder 150. Aber es geht darum, dass jedes Watt, was ich hier erzeuge, muss ich nicht bezahlen.
Und das macht sich sehr, sehr schnell bezahlt. Innerhalb von 1, 2, 3, 4 Jahren, also von ein paar Jahren, amortisieren sich diese Anlagen selber. Dann hat man den Strompreis gedeckelt, mehr oder weniger für sich selber. Man hat den Strom, den man selber erzeugt hat, eben nicht bezahlt. Und ab dieser Zeit, wenn sich das amortisiert hat, dann ist das im Prinzip eine Gelddruckmaschine, genau. Ein Strom. Und was ich so schön finde, was mich so begeistert an diesen Balkon-Solaranlagen, ist ganz einfach, dass ich auch als Mieter oder als Besitzer einer Eigentumswohnung jetzt plötzlich Solarstrom für mich nutzen kann. Unabhängig von den anderen. Ich muss niemanden fragen. Ich kann es einfach an den Balkon hängen, habe vielleicht auch noch einen schönen Sichtschutz und Stecker in die Steckdose. Und einfacher geht es gar nicht. Also ich habe mir das früher immer so kompliziert vorgestellt. Natürlich gibt es auch aufwendigere Solaranlagen, aber hier ist es wirklich so, ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, das ist so einfach wie einen Toaster in Betrieb nehmen. Ja, wahrscheinlich ist ein Toaster sogar schwieriger, weil du musst das Brot noch runterdrücken. Stimmt, das musst du auch. Hier brauchst du gar nichts mehr zu tun. Hier brauchst du gar nichts zu machen. Du musst es wirklich nur in die Steckdose stecken. Und das Prinzip ist so genial, dass meine Geräte zu Hause dann diesen Strom zuerst nehmen, bevor sie den Strom von ihrem teuren Energieversorger nehmen. Und ganz egal, was sie bezahlen, wenn sie Glück haben, zahlen sie 20 Cent. Wenn sie normal sind, sind sie in der Energiepreisbremse, die ja jetzt irgendwie auch schon in Kraft ist, glaube ich, oder nicht. Das weiß keiner so ganz genau. Oder eben sogar noch mehr als dieser Energiepreisbremse. Das bezahlen Sie jetzt eben mit diesem Solarstrom nicht. Sie sind Teil der Energiewende. Sie haben selber Ihre eigene Solaranlage gebaut. Und das kinderleicht. Die kommt versandkostenfrei zu Ihnen. Das ist natürlich auch ein ganz schönes Maß hier. So 1,15 Meter mal 1,75 Meter ist dieses Solarpanel. Dann noch mit einem langen Kabel. Und es ist neueste Technologie in den Panels, darf man auch nicht vergessen. Das sind diese Fullscreen-Panels. Das heißt, die sind rahmenlos, hier sehen wir das mal. Und die haben Sie vielleicht auch schon mal bei großen Anlagen gesehen. Das sind genau die gleichen Panels, die wir jetzt für Sie hier im Angebot haben. Die haben Sie dann bei sich angebaut. Und dann braucht man nicht mehr neidisch zum Nachbarn rüber zu gucken, Mensch, der ist... Der spart richtig Geld, der hat seine Solaranlage. Und vor allem schön finde ich, viele sagen ja, wenn die Sonne scheint, bin ich ja gar nicht zu Hause, da bin ich bei der Arbeit. Ja. Aber Grundstrom haben wir immer. Ja. Und der wird hiermit abgefedert. Und das ist so genial. Ja. Und du hast vorhin gesagt, jedes Watt zählt. Und vor allem jedes Watt, das ich nicht an meinen Stromanbieter bezahlen muss. Und die Sonne geht jeden Tag kostenlos auf. Und übrigens ab heute, und deshalb sage ich das nochmal, es ist der beste Zeitpunkt, haben wir mindestens 12 Tage. Nicht Stunden. Und das jetzt über viele, viele Wochen. Also, der Frühlingsbeginn ist da. Und das heißt, wir haben im Hochsommer ja teilweise 14 Sonnenstunden. Ja. Und wenn man das voll ausnutzen kann, schon in der ersten Saison, dann ist schon sehr viel refinanziert. Was ich auch interessant finde, Ingo, wir haben uns ja mal die Liste angeschaut. Es gibt sogar Städte und Gemeinden, die das nochmal bezuschussen. Also da einfach mal nachfragen. Da kann man auch nochmal viel, viel Geld sparen. Ich habe da Berichte gesehen über 50%. Ja. Da sehen wir das mal im Querschnitt durch ganz Deutschland. Aber das könnte auch bei Ihnen zu Hause so sein. Ja, rufen Sie bei sich in der Kommune an und fragen danach. Und dann können Sie einfach mit Ihrer Pearl-Rechnung da hingehen und kriegen vielleicht noch mal Geld wieder. Die Anschaffungskosten sind ein paar hundert Euro, damit Sie Ihren eigenen Strom machen können. Und jetzt eben noch mal können Sie eventuell noch mal diese zusätzliche Förderung bekommen. Gefördert werden auch diese 0% Mehrwertsteuervarianten. Das ist einfach genau der richtige Zeitpunkt. Und fragen kostet nichts. Hier sehen wir beide Bestellnummern. Wenn es mobil eingesetzt wird oder gewerblich genutzt, gilt die 19% Mehrwertsteuer. Da ist die Bestellnummer die ZX3374 und die 569. Und eben, wie wir es vorhin ausgeführt haben, private Nutzung auf Wohngebäuden oder angrenzenden Objekten 0% Mehrwertsteuer. Hier ist es die Bestellnummer MW1281 und die 569. Jetzt bleiben wir noch ein bisschen bei Balkon-Solaranlagen, aber es gibt ja auch größere Wohnungen, es gibt größere Balkone. Ja. Und dann kann man da auch noch ein bisschen mehr Strom für sich erarbeiten lassen über unser nächst größeres Balkon, über unsere Balkonsolaranlage. Ja, aber der Aufbau, das ist ja das Faszinierende, ist genauso einfach. Wir haben hier zwei dieser großen Solarpanel, die wir jetzt hinter uns hier mal aufgebaut haben, sind wieder diese Fullscreen-Solarpanel. Sie bekommen den Inverter dazu. Das ist das Gerät, was bei der anderen Anlage schon fest eingebaut ist. Hier ist er separat, aber es ist wirklich kinderleicht zu installieren. Sie stecken die Solarpanel einfach hier an der Seite rein. Da kann man auch gar nichts falsch machen. Das sind diese MC4-Stecker heißen die, braucht Sie aber nicht zu interessieren. Es geht wirklich ganz einfach reinzustecken. Dann haben wir hier auf der anderen Seite wieder diesen Schuko-Stecker.
den ich dann ganz normal bei mir in eine ganz normale Steckdose stecke. Mhm. Und diese Anlage liefert Ihnen jetzt 600 Watt Strom. Und das ist schon eine ganze Menge. Ich habe mal bei mir zu Hause nachgeguckt, was läuft bei mir, wenn ich tagsüber nicht zu Hause bin. Ich bin ja hier bei der Arbeit, aber es läuft mein Kühlschrank, es läuft mein Gefrierschrank, im Moment läuft noch die Heizung, sämtliche Standby-Geräte, also alle Geräte, die so ein kleines rotes Lämpchen haben, brauchen Strom. Und ich habe das mal nachgemessen bei mir, ich komme so auf 400-500 Watt. Dieser Strom, den bezahle ich im Moment an meinen Energieversorger. Das brauche ich aber nicht, wenn ich so eine Solaranlage habe. Diese Grafik, finde ich, erklärt das sehr, sehr gut. Die blaue Fläche ist der Stromverbrauch über den Lauf eines Tages. Sie sehen da, morgens ist da so ein Hügel drin, mittags ein Hügel und abends natürlich nochmal ein großer Hügel. Das Orangene da drunter, das ist der Strom, den meine Balkonsolaranlage produziert. Das heißt, alles, was unter dieser orangenen Fläche ist, brauche ich nicht an meinen Energieversorger zu bezahlen. Und damit refinanzieren sich diese Anlagen also wirklich von selber. Das ist das Faszinierende hier, dass wir mit ganz einfachen Mitteln den Solarstrom umwandeln können in Hausstrom. Und das macht dieser Inverter, heißt er, diese Kiste hier, die bei der kleinen Anlage fest eingebaut ist, hier einfach zusammenzustecken. Der wandelt den Strom, der von den Solarpanel kommt, in Ihren Hausstrom um. Und dann müssen Sie wirklich nur noch diesen Schuko-Stecker bei sich in eine freie Steckdose stecken. Es ist ja Strom nicht sichtbar. Ich kann den auch nicht sichtbar machen. Ich kann mal dran greifen, dann kann ich ihn fühlbar machen. Aber hier haben wir auch die Möglichkeit, jederzeit zu kontrollieren, was habe ich denn selber Strom generiert? Das heißt, wie viel Strom musste ich heute oder diese Woche oder diesen Monat nicht an meinen Stromanbieter bezahlen? Ja, ich finde das faszinierend. Das haben alle unsere Solaranlagen. Die sind mit dem WLAN verbunden. Das heißt, ich kann jederzeit, egal wo ich bin auf der Welt, mit einer kleinen kostenlosen App, die hier natürlich auch dabei ist, sehen, wie viel Strom erzeugt denn mein Solarpanel gerade. Und das ist so ein richtig tolles Gefühl, weil dann sehe ich, dass ich heute meinetwegen 5 Kilowattstunden selber erzeugt habe, was mir eine Ersparnis von 2 Euro schon mal bringt. So nach meinem Strompreis. Mhm. Und damit habe ich dann eben auch auf Euro und Cent sehe ich, was ich da spare. Und das, würde ich sagen, erfüllt einen auch mit Stolz. Ja, natürlich. Dass man sieht mal, was man nicht bezahlen muss. Und man tut ja auch was für die Umwelt. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Da sehen wir mal Auszüge aus dieser App, was man da alles auslesen kann. Aber was ich wichtig finde, das ist im Moment eine Win-Win-Situation. Ich tue etwas für die Umwelt, aber tue gleichzeitig noch was für meinen Geldbeutel. Ja? Normalerweise ist es anders, was gut für die Umwelt ist es schlecht für meinen Geldbeutel und umgekehrt. Aber hier Win-Win-Situation. Man muss nur die Fläche haben. Und es muss nicht ein Balkon sein. Es kann ein Carport sein. Es kann ein Gartenhäuschen sein. Es kann eine Fertiggarage sein, da wo Sie Ihr Solarpanel, eben Ihre zwei in dem Fall, installieren. Stecker in die Steckdose. Fertig. Ganz wichtig für Sie vielleicht noch zu wissen, all unsere Anlagen sind natürlich nach VDE. Das ist der Dachverband für mich, der Elektriker. Nach VDE Normen und Anwendungstechniken geprüft. Also auch da ist man absolut auf der sicheren Seite. Ja, es kommt ohne Firlefanz aus, alles. Stecker in die Steckdose, fertig. Richtig, wie gesagt, man braucht kein Ingenieurstudium dafür. Und was du gesagt hast mit diesen VDE-Normen, das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie auf sowas achten. Worauf Sie auch achten sollten, hier schauen Sie mal, unsere Inverter sind richtig aus Metall. Die sind auf Jahre hinaus ausgelegt. Das ist nicht ein kleines, billiges Plastikding, was eben nach 5 Jahren kaputt geht. An dem werden Sie viele Jahre eben hier Ihren eigenen Strom erzeugen können. Das ist bei all unseren Geräten, das ist also wirklich sehr hohe Qualität, die wir Ihnen hier verkaufen, die dann eben auch dementsprechend lange hält. Worauf Sie auch achten sollten, das ist bei der Anlage, die könnte ich eventuell noch irgendwie in mein Auto kriegen. Aber wenn Sie das liefern lassen, nehmen viele, viele Anbieter nochmal extra Versandkosten. Da steht dann ein Preis, daneben ist ein kleines Sternchen und dann steht da zuzüglich Versandkosten. Und das kann... Speditionsware steht dann meistens auch in Klammern dabei. Ja, schauen Sie sich das mal an. Teuer. Diese zwei Solarpanel, die wir hier haben, das ist eine ganz große Fläche. Das sind große Solarpanel. Da wird eben nochmal extra dafür dann eben genommen. Bei uns ist das alles dabei. Sie kriegen den TV-Sonderpreis. Sie profitieren von dieser 0% Mehrwertsteuervariante. Wahrscheinlich. Und die sind sofort lieferbar. Noch, muss ich dazu sagen. Also jetzt, wir haben die jetzt schon
diese Anlage, diese spezielle Anlage haben wir jetzt so 1-2 Monate. Die Nachfrage ist riesengroß. Ich weiß nicht, wie das in 1-2 Monaten aussieht, wenn die Sonne dann wirklich den ganzen Tag überscheint. Nochmal, es ist egal, ob die Sonne den ganzen Tag überscheint. Jedes Watt, was hier erzeugt wird und Tageslicht alleine reicht, senkt Ihre Stromrechnung. Es ist also, man kann im Prinzip sofort anfangen damit. Es kommt in wenigen Tagen zu Ihnen. Wir haben großzügig eingekauft, wir haben die Ablager lieferbar und Sie profitieren vom TV-Sonderpreis nochmal. Ja, wichtig ist auch, wenn Sie in einer Mietwohnung sind, Sie dürfen das anbringen. Und vor allem, wenn ich da mal ausziehe, ich kann das mitnehmen in meine neue Wohnung. Es wird rückstandslos wieder entfernt, egal ob es mit einem oder zwei Solarpanel ist. Ja, und Stecker aus der Steckdose in der neuen Wohnung wieder in die Steckdose, dann ist es auch wieder installiert. Also einfacher geht es gar nicht mehr. Und hier können wir eben bis zu 600 Watt bei optimaler Sonneneinstrahlung abfedern. Richtig. Dann vielleicht an einem sonnigen Tag auch mal sagen, jetzt lasse ich die Waschmaschine laufen, die ist komplett abgedeckt durch den Sonnenstrom. Man weiß ja, wann man diesen Strom erzeugt. Mhm. Was ich auch noch mal sagen wollte, wir haben da auch noch mal eine Grafik, ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, die zu zeigen, wo Leute ihre Balkonsolaranlage anbringen. Und ich hatte Ihnen gesagt, es ist nicht mal der Balkon jetzt das meist angebrachte Ort. Mhm. Es ist tatsächlich, sich irgendeinen Aufsteller zu bauen. Da haben wir die Grafik. Das ist so ein Kuchendiagramm. Und schauen Sie mal, das Rote ist am Balkon. Das ist gar nicht das größte Stück am Kuchen, sage ich mal, sondern das Blaue, wo es eben aufgestellt wird. Sie können es auch an die Fassade machen, ganz egal wo. Aber wenn Sie es anbringen, werden Sie ab der Minute, wo Sie den Stecker in die Steckdose stecken, Geld sparen. Ja, und da natürlich auch wieder entweder je nach Einsatz mit der 19% Mehrwertsteuervariante, nochmal ganz grob gesagt, bei mobilem Einsatz oder gewerblichem Einsatz, da ist dann die Bestellnummer die ZX3434 oder privat genutzte Wohnräume oder auch Mietwohnungen oder angrenzende Gebäude, da die 0% Mehrwertsteuervariante mit der Bestellnummer MW1133 und der 569. Balkonsolaranlagen für mich, wirkliche Solaranlagen für jedermann, ob Mieter, Eigentumswohnung oder ähnliches. Jetzt haben Sie aber vielleicht auch ein kleines Eigenheim, vielleicht auch eine Doppelhaushälfte und haben hier den Platz oder sagen, ich habe eine große Fläche, um hier auch Solarstrom zu erzeugen. Und da haben wir jetzt auch etwas Größeres hier. Es nennt sich On-Grid-Anlage. Also das wird uns Ingo gleich erklären, mit einer großen Solarfläche. Aber auch hier die Möglichkeit, wirklich, ich sage jetzt mal, 95% selbst zu montieren, oder? Ja, es Man meint ja immer, wenn man diese Solaranlagen auf den Dächern sieht, oh Gott, das ist, da brauchst du jetzt wirklich einen Elektrotechniker für. Und wenn man sich mal so einen Kostenvoranschlag irgendwo holt, dann sind die Installationskosten gerne mal zwischen 5.000 und 10.000 Euro, also nochmal genauso viel, wie die Anlage an sich kostet. Diese Anlage, die wir Ihnen jetzt anbieten, diese On-Grid-Solaranlage, können Sie selber installieren. Es ist wieder ein ganz einfaches Stecksystem. Den letzten Schritt, wenn das dann an Ihren Hausstrom geht, den lassen Sie bitte einen Elektriker machen. Es geht um eine On-Grid-Solaranlage. Es sind 12 Solarpanel und der Inverter. Die Solarpanel werden einfach aneinander gesteckt und werden dann auch mit einer Steckverbindung an diesen Inverter, der jetzt den Strom von den Solarpanel kommt, umwandelt in Hausstrom. Diese 12 Solarpanel liefern Ihnen jetzt tatsächlich eben natürlich eine ganze Menge mehr Strom. Das sind die gleichen Fullscreen-Solarpanel, die wir eben bei den Balkonsolaranlagen hatten. Diesmal aber 12 Stück an der Zahl. Das heißt, wir haben hier wirklich fast 5000 Watt, die wir an Strom erzeugen können. So, 5000 Watt, das ist eine Riesenmenge Strom. Das werden Sie wahrscheinlich zu Hause nicht brauchen können, alles benutzen können. Der Clou, der jetzt noch dazu kommt, hier bei dieser On-Grid-Solaranlage, On-Grid bedeutet, wir sind hier im Stromnetz, mit dem Stromnetz verbunden, ist, dass den überschüssigen Strom, den Sie nicht brauchen, vielleicht brauchen Sie 1000, vielleicht brauchen Sie 2000, vielleicht in Spitzenzeiten 3000 Watt, aber 5000 ist wirklich sehr, sehr schwierig zu erreichen, sage ich mal. Der überschüssige Strom, den können Sie jetzt an Ihren Energieversorger verkaufen, wenn Sie einen Vertrag mit dem abschließen. Das heißt, ich habe jetzt wirklich eine Gelddruckmaschine.
Der Preis pro Kilowattstunde liegt im Durchschnitt in Deutschland, lagern Sie mich da bitte nicht fest, ich habe einmal geguckt bei mir zu Hause, was ich da kriegen würde, liegt so bei 8, 9, 10 Cent, sowas in dem Dreh. Das heißt, jede Kilowattstunde, die ich hier erzeuge, kann ich verkaufen. Ich produziere Strom für die Allgemeinheit. Und ich decke aber gleichzeitig noch meinen kompletten Stromverbrauch, zumindest während Sonnenstunden, ab. Also doppelt. Ich bezahle nichts für den Strom, den ich brauche, und verkaufe den Überschuss an den Netzanbieter. Also das ist ja eigentlich wirklich genial. Jetzt braucht man natürlich den Platz dafür. Es sind 12 Solarpanel. Aber ich glaube, viele, wir haben auch hier in der Firma so viele Gespräche. Einer unserer Redaktionsmitglieder sagt auch, sie hatten 25 Quadratmeter großes Dach. Das ist brach, da ist kein Fenster, das liegt einfach so da. Und dort plant sie jetzt auch, eine solche Solaranlage zu installieren. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich, vielleicht ist es auch ein Gartenhaus, ein Schuppen. Ja? Aber hier kann man jetzt mal richtig Strom über Solaranlage beziehen. Und du hast es vorhin gesagt, die Solarpanel sind die modernsten, die derzeit auf dem Markt sind und werden auch bei ganz großen, auch bei 10, bei 20.000 Watt Solaranlagen, werden genau diese Solarpanel hier natürlich verwendet. Hier sehen wir den Inverter und der wird natürlich dann vom Elektriker aber über drei Phasen, also fünfpolig, an den Hausstrom angeschlossen und schon habe ich das System installiert. Richtig. Und dann ist es das gleiche Prinzip wie bei Balkonsolaranlagen. Den Strom, den diese Solarpanel erzeugen, den kann ich benutzen, der kostet mich nichts. Der überschüssige Strom, den ich nicht benutze, der geht zurück an den Energieversorger und den kann ich tatsächlich mit einem entsprechenden Vertrag verkaufen. Das ist das Geniale. So eine Solaranlage steigert ja auch den Wert einer Immobilie. Es ist genauso wie beim Auto, wenn du da jetzt, was weiß ich, ein DAB Plus Radio drin hast, dann ist das teurer als ein Auto, was kein DAB Plus Radio, sondern ein normales Radio drin hat. Genauso ist das mit Solaranlagen und Immobilien. Es ist also eine Investition in die Zukunft. Und dann ist mir das tagsüber auch egal, wie hoch der Strompreis ist, weil ich ja meinen eigenen Strom erzeuge. Und zwar massiv. Viel, viel Strom erzeuge ich hier. Wie gesagt, knapp 5000 Watt, die ich selber erzeuge bei voller Sonneneinstrahlung. Ich kann die Installation selber vornehmen. Wir haben auch hier wieder die 0% und die 19% Mehrwertsteuervariante bei Ihnen zu Hause. Sie haben das gesehen in der Tabelle. Wenn Sie das bei sich zu Hause machen, egal ob auf dem Dach oder auf einer Scheune oder auf einem Gartenhaus, dann können Sie tatsächlich hier die 0% Mehrwertsteuervariante wählen. Und wenn ich hier jetzt den Preis sehe, 3.900, na, sagen wir unter 4.000 Euro, ich habe schon Angebote für Solaranlagen gesehen, da hat allein die Installation schon mehr als 4.000 Euro gekostet. Zur Größenordnung, wenn Sie jetzt überlegen, passen 12 solche Solarpanel, das sind knapp, wenn man sie nebeneinander macht, knapp 14 Meter und in Quadratmeter etwas unter 24 Quadratmetern Fläche. Nur mal als Anhaltspunkt, damit Sie wissen, passt das bei mir, aber man kann auch sein Dach heutzutage ganz einfach mal ausmessen und da muss man nicht hochklettern mit einem Meter und danach messen, das geht anders, oder? Das geht anders, ganz genau. Sie können sich Ihr Dach mal ausmessen ungefähr, also man kann ein Foto machen und dann so grob einzeichnen, ob die Solarpanel da drauf passen. Man hat vielleicht die Maße, aber da muss man immer noch bedenken, dass da vielleicht Fenster drin sind, dass da irgendwelche Giebel drin sind, wo ich natürlich kein Solarpanel platzieren kann. Wir zeigen Ihnen gleich noch Ergänzungssets dafür. Aber so diese Grundausstattung, diese 12 Solarpanel sind hier in diesem Paket drin. Und auch dieses Paket kommt versandkostenfrei zu Ihnen. Schauen Sie sich das mal an. Das ist eine ganz normale Ameise, also diese Hubwagen, ganz genau. Das ist Speditionsware. Das sind jetzt die 12 Solarpanel. Da kommt dann noch der Inverter dazu. Das kommt zu Ihnen nach Hause. Das können Sie unmöglich selber irgendwo abholen. Und das ist etwas, wo viele Anbieter tatsächlich noch mal richtig zuschlagen, noch mal mit 200, 300 Euro extra für die Lieferung. Ist ja klar, das muss mit einem LKW gebracht werden. Das wird nicht mit so einem DHL-Transporter gebracht. Da kommt ein richtiger LKW, der Ihnen das eben tatsächlich fertig vor die Tür stellt. Und dann können Sie loslegen und Ihre eigene Solaranlage bauen. Der Inverter, den wir hier drin haben, auch der ist wieder aus Vollmetall, der hält sehr, sehr lange, ist qualitativ sehr hoch. Das ist die Luxusvariante eines Inverters. Der hat sogar diesen Internetzugang selber schon mit dabei. Der ist standardmäßig nicht dabei. Den haben wir hier dazu gelegt.
Und dieser Wechselrichter, der kann jetzt nicht nur diese 12 Solarpanel, der kann tatsächlich bis zu 34 dieser Solarpanel vertragen von der Stromeingang, vom Stromeingang her. Das ist eine richtig coole Kiste, die Sie dann eben auch noch erweitern können mit mehr Solarpanel. Nochmal, es wird alles einfach zusammengesteckt. Ja. Das ist das Faszinierende hier. Kein Löten, kein Schrauben, kein gar nichts. Das Einzige ist der letzte Schritt zu Ihrer Hausstromanlage. Der muss von einem Elektriker gemacht werden. Und ich denke, Ihnen geht es genauso wie uns im Moment. Wenn man wirklich sowas noch nie gesehen hat, denkt man, das ist hochkomplex, hochkompliziert. Ich brauche da ein Studium oder ich brauche wirklich eine Spezialfirma. Nein, es ist wirklich so, dass alle Verkabelungen dabei sind. Und man steckt nur immer Plus auf Minus. Da kann man auch nichts falsch machen. Ja. Und den ersten und den letzten Pol, den schließt man dann an den Inverter an. Richtig. Und das ist alles. Und bis dorthin können Sie auch alles alleine machen. Und lassen Sie sich bitte von diesem, auch hier von den Balkonen oder Dächern, die wir hier sehen, nicht irritieren. Wir haben vorhin ein Kuchendiagramm oder Tortendiagramm gesehen. Da hat man gesehen, dass ein Großteil auf dem Boden installiert wird. Vielleicht auch mit einem kleinen Unterbau. Und vielleicht haben Sie eben so einen Platz im Garten, wo man diese Anlage installieren kann. Also das muss nicht immer auf dem Dach sein. Das kann auch der Carport. Ja, wenn man den mal ausmisst, links, rechts, und da kommt den ganzen Tag Sonne drauf, warum nicht mit Solarpaneln bestücken, wenn ich dadurch langfristig bares Geld spare. Man sieht es überall jetzt, dass überall diese Solaranlagen... Heute erst auf der Hinfahrt habe ich eine neue Baustelle gesehen. Ja. Da waren sie allerdings mit Firma. Da waren sie gerade am Montieren von einer riesen Solarfläche auf dem Dach. Ja. Eigentlich, die haben es auch kapiert, ja, dass man mit Solarstrom langfristig viel Geld sparen kann. Es macht einfach Sinn. Man ist Teil der Energiewende. Man spart unglaublich viel Geld, weil der Strom, den diese Solaranlagen erzeugen, weil der nichts kostet, die Anschaffung kostet, aber danach der Strom, den ich erzeuge, der kostet nichts. Und jetzt hier mit diesen großen On-Grid-Solaranlagen mit bis zu 5000 Watt, die erzeugen, dann kann ich eben mal, wie du gesagt hast, tagsüber meine großen Energieverbraucher umsonst laufen lassen. Meine Waschmaschine, meine Spülmaschine, all die Sachen, die richtig viel Strom brauchen. So, hier sehen wir nochmal beide Bestellnummern. Wie gesagt, nochmal grob gesagt, mobiler oder gewerblicher Einsatz, 19% Mehrwertsteuer mit der Bestellnummer ZX3411 und die 569. Private Nutzung auf meinem Wohnhaus oder angrenzenden Gebäude. 0% Mehrwertsteuervariante. Hier ist die Bestellnummer, die MB1115 und die 569. Sofort lieferbar. Das heißt, Sie können schon am nächsten Wochenende vielleicht gemeinsam mit dem Sportskamerad oder mit dem Schwiegersohn anfangen, Ihr Projekt in Angriff zu nehmen, Ihren eigenen Solarpark. Jetzt hat der eine oder andere vielleicht noch eine größere Fläche und deshalb haben wir hier jetzt noch ein kleines Erweiterungsset. Aus den 12 können wir 16 oder auch 20 Solarpanel machen, weil wir haben hier ein 4er Erweiterungsset und das sind jetzt 4 einzelne Solarpanel. Das sind 4 einzelne Solarpanel. Sie können, wie gesagt, an diesen Inverter bis zu 34 Solarpanel ranmachen. Gucken Sie, wie viel Platz Sie haben. Es gibt im Internet auch ganz tolle Seiten. Die machen sich Google Earth zunutze. Da gibt es ja Aufnahmen von allen Dächern und sagen Ihnen dann tatsächlich auch die geschätzte Quadratmeterzahl Ihres Daches. Hier sehen wir mal so ein Beispiel. Diese Seite nimmt jetzt das Foto von Google Earth und sagt Ihnen unten dann, wie viel Quadratmeter Sie haben, wie viel Solarpanel ich ungefähr raufmachen kann. Da kann man schon mal so einen Überblick drüber, wie viel man ungefähr darauf packen kann. Ich kann Ihnen nur raten, wenn Sie den Platz haben, dann installieren Sie so viele Solarpanel, wie es überhaupt geht. Was ich jetzt gerade interessant fand, das weiß man oft auch nicht. Können wir das Bild nochmal sehen, liebe Regie? Man sieht auch sofort, wo man sie montieren muss. Schauen Sie, wo scheint die Sonne hin? Du siehst sofort die Sonnenseite. Also hier ist überhaupt keine Frage, welche Seite ich hier mit Solarpaneln bestücken würde. Ja, also ganz, ganz klar, das hilft natürlich unglaublich. Das sind halt eben die neuen, immer noch neuen Techniken, aber so Google Earth oder gibt es mit Sicherheit auch andere Seiten. Aber ich finde das toll, ausmessen und auch schauen, wo scheint wann die Sonne drauf, wo ist es am rentabelsten. Grob sagt man immer Süd, Südwest oder Südost. Ja? Richtig. Aber je nachdem könnte es auch ein bisschen variieren. Schauen Sie sich das einfach an. Aber installieren Sie Solarpanel. Wichtig ist, das Viererset alleine nützt Ihnen nichts. Richtig. Das ist eine Erweiterung, weil man braucht zu den Anlagen immer einen Inverter, also einen Wechselwandler. Wenn Sie jetzt aber das 12er-Set bestellt haben und sagen, da habe ich noch ein paar Quadratmeter, so 10 Quadratmeter übrig, dann holen Sie sich das Viererset. Das ist ungefähr knapp unter 8
Quadratmeter groß ist. Und jetzt profitieren Sie natürlich vom TV-Sonderpreis. Sie profitieren unter Umständen von der 0% Mehrwertsteuer-Variante. Und in vielen Gemeinden werden übrigens private Photovoltaikanlagen ebenfalls nochmal gefördert. Das können wir nicht festlegen. Da müssten Sie in Ihrer Gemeinde nachfragen. Ich sage Ihnen für das Erweiterungsset nochmal beide Bestellnummern, weil Sie natürlich auch das Erweiterungsset so bestellen, wie Sie das Grundset bestellt haben. Mit 19% Mehrwertsteuer wäre es die Bestellnummer ZX3410 und die 569 mit 0% Mehrwertsteuer wäre es die MW1114 und die 569. Egal, welche Anlage die richtige für Sie ist, die kleine Balkonsolaranlage, die große On-Grid-Anlage, Hauptsache Sie machen es.